euer Makato und Fallout 4. Ich muss da ganz schnell hier das auf Twitter posten, dass es jetzt losgeht. Und da ist er auch schon live quasi. Life is life, Leute. Ihr kennt das, ihr wisst, wer das ist. Und life is sometimes hard. Und das zählt natürlich ganz besonders fürs Wasteland. Wir sind schon im Game, denn ich habe mir gedacht, die Ladezeiten am Anfang sind natürlich ein bisschen lästig und nervig. Muss man jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, immer hier in Gelb zu starten. Alles gut. Wir haben letztes Mal unsere Widow-Pumpe ausprobiert, die wirklich sehr viel Spaß macht, muss ich sagen. Und die hat auch einen ganz guten Bums auf dem Kessel. Und ich muss mal gucken, was für eine Quest. Wir haben Streben nach mehr. Wir müssen Curie finden. Ja, okay, das mache ich dann eh. Wie Deacon. Das würde ich jetzt erstmal machen. Ich würde jetzt erstmal. Ein paar Quests für die Railroad machen. Weil, wie gesagt, da kriegen wir etwas ziemlich Cooles. Eine ziemlich coole. Ja, nicht Fähigkeit, aber. Möglichkeit, sage ich jetzt mal. Um uns eine richtig geile Rüstungs... Wie sagt man das am besten? Wir können richtig geile Rüstung machen, wenn wir der Railroad weiterhelfen. Und ich weiß nicht, ob es diese Option... Ich habe auf meinen Mikrofonschutz gespuckt. Nett! Ob es diese Option auch gibt, wenn man der Railroad nicht beitritt. Und hier ist natürlich wieder mal ein Sturm. Das ist ja super. Was zum Teufel? Hier war ich schon. Rocky Narrows Park. Dieser Ort! Ja, Mensch. Okay. Da haben wir doch letztes Mal durchaus gute Erfahrungen gemacht. Nicht. Halt die Fresse, du Scheißaffe. Du hast mich beim letzten Mal schon genervt. So, wir schlafen jetzt mal 2 Stunden. Und dann ist der Sturm auch vorbei. Und ich hoffe, hier sind keine Yaogai-Bären, ne? Das hatten wir beim letzten Mal schon. Hat gereicht, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, um hier diesen Typen von der Railroad zu treffen. Und Freunde, erstmal guten Morgen, ne? Ganz wichtig. Wunderschönen guten Morgen an euch da draußen. Wie geht's? Oh, what the fuck? Warum? Warum war das? Warum sind die aggressiv vor allen Dingen? Hallo, Entschuldigung. Seid ihr aggressiv überhaupt? Das Vieh ist auf jeden Fall aggressiv. Geburts! Don't fight with my roboter, man! Alter, greift doch nicht die andere Hirschkuh an. Die hat es gar nicht verdient. Wir haben mal direkt was Legendäres hier gefunden. Das können wir gleich mal anprobieren. Und zwar... Dieses Chivas Shroud Outfit will ich übrigens, anziehen. Oder ein Smoking, Alter. Ein Smoking im Wasteland. Mhm. Geiler Scheiß. Aber erstmal hier. Wir haben ja die Fähigkeit noch nicht. Das ist schlechter. Okay, Menschen verursachten Schaden um 50%. Curie, was machst du da? Oh Gott, Curie, wie kannst du nur? Das ist, oh, du bist ja brutal. Also. Das ist ja unglaublich. Davon möchte ich mich eindeutig distanzieren. Ja, Leute, wie ist es? Ich will dich leben lassen. Komm mir nicht zu nah. Nein, nein. Okay. Sorry. Aber. Das tut mir jetzt leid. Wer aggressiv mir gegenüber ist, der hat auch mit den Konsequenzen zu leben. Egal. Ich wollte eigentlich darüber reden, dass es natürlich ein sehr schöner Morgen ist. Hier. Es ist sehr kalt. Oh, guck mal, wer da ist. Es ist sehr kalt. Aber sehr schön sonnig, wie ihr seht. Hören wir uns erstmal an, was der Typ zu sagen hat, und danach haben wir noch ein Thema. Deacon, bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich. Gut, nicht wahr? Hast Glück, dass ich nicht auch mein Gesicht getauscht habe. What the fuck? Kannst dein Gesicht wechseln? Ich lege mich alle 1-2 Jahre unter das Messer. Neues Gesicht, neuer Körper, Unterneuerung. Um meine Feinde zu verwirren. Why? Ich hätte dich fast nicht erkannt. Darum ging's ja. Kommen wir zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand.
Eure Basis war unter einem Donutladen? War deutlich besser, als es sich anhört. Naja, bis alles in die Luft flog. Was ist passiert? Unser Hauptquartier war solide und gut zu verteidigen. Wir hielten es für sicher. In weniger als einer Minute waren die Institutstruppen drin und verwandelten es in einen Schießstand. Na toll. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Ist ja, wonach genau suchen wir? Das verrate ich dir, wenn wir drin sind. Waffen! Ich weiß, dass das blöd ist, aber strategisches Unwissen hat unsere Organisation schon so manches Mal gerettet. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Wisst ihr, was ich da finden möchte? Fette, Symbole, große, mit denen wir einander Botschaften schicken. Verdammt große Waffen! Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Okay. Ein geheimer Handschlag. Der sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich nehme schon mal die Pistole. Das ist ja ein Bahnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Kann ich vielleicht einfach vorgehen schon mal und du folgst mir dann ganz unauffällig? Hoffentlich. Und das nächste Warnsignal. Genau hier. Das nächste Warnsignal sind also Ghule? Wahrscheinlich. Hat der noch was zu looten? Naja, nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Bleib fucking liegen! Arschloch! Der sneakt ja hin und her wie ein Assassin. Macht aber nichts. Tod ist tot, Bitch. Oh, Curie, Alter. Die hat absolut gar keinen Bock auf Kampf und Tod und Verderben. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Weißt du, Trump ist doch jetzt bald Präsident. Da kann man auch mal ein bisschen... Da kann man auch mal ein bisschen Tod in die Welt bringen. Vor allen Dingen hier ins Wasteland. Entschuldigung. Mr. Ghoul. Lernen Sie Mrs. Widow kennen. Ja. Aber auch ein gutes Training. Ein sehr gutes Training. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Ja, nee, das mache ich lieber selbst. Die Leichen looten, das überlass mal bitte mir. Oh, hier liegt eine Nuka-Cola Quantum. Das ist geiler Scheiß, Alter. Geiler. Ja, so richtig geiler Stoff, sag ich euch. So richtig geil. Ja, Freunde, ihr habt es wahrscheinlich alle schon gehört, Trump ist Präsident, also gewählt worden. Tja, was soll man dazu noch sagen? Was ist los, Deacon? Wo willst du hin? Wahrscheinlich in die andere Richtung. Da lang? Möglicherweise, aber von hier kommen wir ja. Also, was zum Teufel bleibt denn nicht andauernd stehen? Was soll das? Okay, ich muss ihm wahrscheinlich echt folgen, einfach... Sonst bleibt er die ganze Zeit stehen und hat da keinen Bock drauf. Und ich denke mir so, läuft bei dir. Läuft bei dir. Da unten ist es übrigens. Da ist da unten, müsste ich sein. Ich kenne ja mal... Spaßeshalber. Nein. Warte, reingehen wir. Von dem will ich schon noch upgraden. Jagdgewehr. Das muss ich auch noch upgraden. Da kann man ruhig mit Piu-Piu machen. Piu-Piu-Piu. Natürlich mag ich die 10mm sehr gerne. Aber ich muss sagen, die Widow Shotgun, das ist schon ein geiles Gerät, Freunde. Das ist ein richtig geiles Gerät, Freunde. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Das ist schon ein Ding, was, wisst ihr, das für eine Schrote? Richtig geil. Ich mag Shotguns eigentlich nicht gerne. Aber die Widow, Freunde, die Widow, die hat Bums unter der Haube. Nein, siehst ist du der das Pluszeichen in der Mitte? Tourist. Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Ja, juckt oder halt keinen. Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Meiner ist in der Werkstatt, ja, ich weiß. Robuste Raider-Rüstung, linker Arm. Das wollen wir doch mal sehen, ob die auch besser ist als die, die ich habe. Oh, ein bisschen Gegenschaden. Ist die gut, 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 gut. Nehme ich. Moin, was geht? Hallo. Wie wäre es, wenn wir uns unterhalten, sobald dein Freund hier ist?
Kann ich vorher ein bisschen was looten? Moin! Alter, voll unauffällig, Alter. Und stylisch. Unauffällig stylisch. Hallo. Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Verdammt nochmal! Meiner ist in der Werkstatt! Meiner ist in der fucking Werkstatt! Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Was ist los? Was ist los? Erzähl mir, was los ist. Ich habe mich für leichte Aufklärungsarbeiten gemeldet, aber in eurem Slug am Joes wimmelt es nur so vor gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Juckt halt keinen. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Oha, das ist ja, okay. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Hey, Ricky. Brauchst du sonst noch was? Hast du was gefunden, was uns helfen könnte? Wir setzen da draußen unser Leben aufs Spiel. Ach, zum Teufel. Ich kann wohl ein paar Sachen entbehren. Will ja nicht für euren Tod verantwortlich sein. Wir stürmen die Basis. Sobald wir angreifen, schnappst du dir dein Gewehr und schießt auf alles, was du siehst. Von uns hängen eine Menge Leben ab. Bist ein verdammt überzeugendes Arschloch. Gut, ich schieße ein paar Mal. Nice. Aber wenn mich jemand angreift, verziehe ich mich. So, wir sind fertig miteinander. Okay. Okay. Ist gut, das machen wir so. Ein Kickball. Silver Pocket Watch. Oh, Silver Pocket Watch kann ich mitnehmen. Geh mal weg da. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Na klar, ist meinst super. Du, er sagt die Wahrheit? Er kommt mir nicht wie der unehrliche Typ vor. So sehe ich das auch. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Zins und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Okay. Der Tunnel ist sicher einfacher als ein Frontalangriff. Einfacher, aber kein Spaziergang. Geh vor, Kumpel. Ich geb dir Deckung. Geh vor, Kumpel. Ja, alles. Boah, ich sag mal, ne? Gut. Wahrscheinlich habe ich mich da freiwillig... Warum? Ich möchte den ganzen Weg wieder zurücklatschen, oder was? Ich bitte euch, Freunde, was soll das? Hätte ich jetzt eine Power-Rüstung an, würde ich einfach runterspringen. Das würde wesentlich schneller gehen. Hier brodelt noch leckeres Essen. Ja, ein bisschen zu riskant vielleicht. Ich sollte öfters meine Power-Rüstung mitnehmen. Jetzt muss ich hier nochmal zurücklaufen. Weil ich da nicht runterspringen will und kann. Dann sterbe ich nämlich und das wäre doof. Bin ich den ganzen Weg auf die Brücke hochgelatscht, um jetzt wieder runter zu... Ist das... Das ist irgendwie nicht so ganz schlau gewesen, Ding. Da hätte er sich vorher auch einen Gedanken drüber machen können. Möglicherweise. Gut. Hey, Ricky. Na, alles fresh. So, ne, gucken wir uns den geheimen Geheimtunnel doch mal an. Ja, hier hat aber jemand, hier wusste jemand, wie man parkt. Im Wasteland. Parken im Lace. Etwas Bissiges ist in der Nähe. Juhu? Richtig? Oh, ein Red Hirschkuh. Das soll aussehen wie ein Yaogai-Bär. Und hier sieht's doch mega nach, Oh, eine Power-Rüstung. Nicht nach Power-Rüstung, sondern auch nach, Na, sag schon, nach Ghoulen aus. Irgendwie. Aber ich schnapp mir erstmal die Power-Rüstung, würde ich sagen. Body ist Nulltreffer. Das heißt, Barry kann es auch nicht sein. Was ist es denn? Ja, Freunde. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich meine, wie sollte man das nicht mitbekommen haben? Der gute, nicht so gute Präsident der Vereinigten Staaten ist jetzt wohl Donald Trumpy.
Beziehungsweise er ist noch nicht Präsident der Vereinigten Staaten. Er wurde gewählt. Überraschenderweise. Vor Hillary Clinton. Er wird am 20. Januar vereidigt. Dann ist er Präsident der Vereinigten Staaten. Ob das jetzt so gut ist, darüber kann man sich streiten, ne? Und ja. Ich bin echt gespannt. Bin echt gespannt, wie die anderen Führer dieser Welt mit ihm zurechtkommen werden. Ja. Nice. Denn gerade Angela Merkel, er ist ja, was Frauen angeht, ist Herr Trump ja sehr, denk daran, dich zu bewegen. Zu viel Zeit vor dem Terminal ist nicht gesund. Ja. Sehr, die beiden mögen sich nicht so, ne? Kann man glaube ich so sagen. Die beiden sind jetzt nicht die allerbesten Freunde. Wir werden sehen, wie sich das Ganze auswirkt. Er soll ja ein relativ großer Freund von, beziehungsweise ein relativ großer Fan, kann man fast schon sagen, von Putin sein, so wie ich das mitbekommen habe. Boykottiert natürlich China und Mexiko. Aber ja, Freunde, abwarten, ne? Was sich da so ergibt, abwarten. Wie gesagt, er wird ja am 20. Januar erst vereidigt. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Doktor... Das erklär ich sicher nicht. Kannst du das leaken? Hi. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Was? Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien. Moin, Kölbchen! Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Generation 1 und 2 waren Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Kölbchen, dein Vault, ja? Such dir einen aus. Vault 111, Vault 81, wir haben da jede Menge Auswahl. Aber ob Voltec da so viel besser ist als Trump, bleibt natürlich die Frage, ne? Da gab es ja schon einige lustige Angelegenheiten. Wo gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Alle wollen Generation 3 befreien, die menschenähnlichen Synths. Einige der Synths bei der Railroad, darunter auch Glory, meinen, wir sollten auch früheren Modellen helfen. Aber Generation 1 ist mehr oder weniger so etwas wie ein Protektron. Da wird es schwierig. Kämpfen wir für KI-Rechte, Terminals, Geschütztürme. Sobald das auch nur verteidigte Geschütztürme geht, die Bude hoch und der alte Streit entfacht erneut. Fazit: Glory und ein paar der anderen gehen nicht auf Missionen wie diese. Okay, dann lass uns los. Dann suchen wir uns mal einen Prototypen. Gemeinsam mit dir könnte das klappen. Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Okay, mach mal, ich kann das nicht. Ich bin noch nicht Meister. Ja. Ey, ich sag mal, schlimmer als im Wasteland kann es nicht werden mit Trump. Schlimmer kann es nicht werden. Nein. 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 Habt eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Der Prototyp ist tiefer drin. Jemand hat ein Warnsignal hinterlassen. Oh. Das hier bedeutet Ärger. Ja. Hallo? Du armer, toter Mistkerl. Wissen wir. Oder ist ein Synthie-Boy? Ein toter City-Boy, würde ich sagen. Peng! Der war alles andere als tödlich, der Schuss gerade. Ja, Curie, du kannst doch mal ein bisschen... flirte doch mal mit dem Synth ein bisschen. Vielleicht funktioniert das. Seltsam. Bewegung entdeckt. Seltsam. Was habt ihr in der Fusionszelle? Synth-Komponente. Und Institutpistole. Gewalttätige Auseinandersetzungen können eine Vielzahl von verletzten
Verletzungen zur Folge haben. Hat sich was bewegt? Oh Gott, Leute. Warum seid ihr alle tot? Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Was? Ja. Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Ach, du weißt schon. Sensor meldet feindliche Präsenz. Tüftel Tom konnte die Verteidigungsanlagen noch aktivieren. Hat die Runner wohl kaum gestört, aber hey. Vielleicht hat es ein paar Leben gerettet. Du hast wohl noch nie einen Runner gesehen. Ich möchte jetzt erstmal gerne, deaktivieren, die Türme. Warum? Systemdiagnose. Okay, die sind ja eh tot. Licht ausschalten. Wir bewegen uns hier im Dunkeln fort. Und hochmoderne Spielzeuge des Instituts. Ach, die keine sein, aber wenn doch, dann lauf. Ja, die Runner habe ich noch nicht kennengelernt. Werden wir aber noch. Alter, wie viele sind denn hier? Alter Schwede, da waren aber, jetzt schon 2,4,5. Ja, ihr könnt ja gerne mal in den Chat schreiben, was ihr davon haltet, dass Trump jetzt der nächste, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten wird. Ja, Hashtag Orange is the New Black. Da habe ich vorhin auf Twitter gelesen, von einem Kumpel, der es gepostet hat. Und erst habe ich nicht verstanden, was er damit meinte. Und dann habe ich mir ein Bild angesehen, was von 9gag oder so gepostet wurde, wo Trump und Barack Obama halt drauf waren und wo halt auch drauf stand Orange is the New Black, und dann versteht man natürlich, was damit gemeint ist, ne? Hashtag Orange is the New Black. Aber das war schon sehr lustig, ja. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass es so schlimm wird, wie jetzt alle annehmen. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass Trump ein guter Mensch ist, sondern sagen will, dass er natürlich auch politische Restriktionen hat. Das heißt, er kann natürlich nicht einfach tun lassen, was er will. Er kann jetzt nicht einfach, er könnte nicht einfach eine Mauer bauen und die Mexikaner, von Mexiko bezahlen lassen. Es geht natürlich nicht, es gibt immer noch. Nicht die Zeit, die Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren. Es gibt natürlich immer noch als kleine Überraschung für unsere Freunde. Ist jetzt eigentlich nur ausgeschalten. Es gibt natürlich, wie gesagt, Restriktionen. Und ich würde sagen, Trump wird nicht Kampf initiiert. Dazu in der Lage sein. Einfach so. Seine Sachen zu machen, die er da machen will. Ich bin hier gerade voll abgelenkt von den Shitty Boys. Alter. Curry hat Curry mich gerade angeschossen? Also wirklich, das ist ein bisschen. Also jetzt bin ich ja geschockt. Haben wir hier noch einen Shitty? Offensichtlich nicht. Bei der Polizei erstatten, oder? Und die kleinen Sachen gehören Indigen als Beweismittel. Indigen? Ja, jetzt habe ich alles aufgesammelt. Ich spritze mir nochmal schnell ein Stimpack. Das ist offensichtlich automatisch. Wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. Aber du hast mich jetzt schon entdeckt. Es war eine schlaue Entscheidung zu fliehen. Ich bin nicht geflogen, ich komme direkt auf dich zu. Ja, wie gesagt, ich würde mir da einfach nicht so viele Sorgen machen. Wir, glaube ich, in Übersee müssen da uns eh erstmal keine Gedanken machen. Das einzige Gute vielleicht ist ja, dass Trump gegen TTIP ist. Womit das schon mal wegfällt. Arena hat einen Buchstaben. Wahrscheinlich der dritte. Geschafft. Ja, hätte ich auch denken können. Aber das war's dann auch schon, ne? Sonst gibt's ja nicht viel Gutes an Trump. Hallo? Hallo, guten Abend. Bewegung entdeckt? Bewegung entdeckt? Sensor. Wo denn? Ist da jemand anwesend? Ja. Hier ist jemand, ihr Schlampen! Oh, ich sollte vielleicht nicht auf den Kopf zielen. Sondern auf alles andere. So, wo sind die? Da ist noch einer. Moin, Mr. Synth.
Bitte sterben Sie. Ich schieße ihn in den Rücken. Boos. Holy moly. Aber ich glaube, da wird im Moment so viel drüber berichtet, dass ich da nicht drüber reden brauche. Über die Wahl. Ein Ort, den es offiziell nie gegeben hat. Man nennt ihn das Switchboard. Der Prototyp ist im Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Das kannst du nicht tun, solange du eine Powerrüstung trägst. Warum nicht? Ich könnte doch sonst die ganze Zeit an das Terminal gehen. Adventure Right Treffer. Das klingt doch gut. Das ist ja sinnlos. Ich könnte die ganze Zeit an die Terminals ran. Obwohl ich eine Powerrüstung anhatte und bei dem geht's auf einmal nicht mehr. Muss man nicht verstehen. Egal. So. Ich kann übrigens für jeden, der sich dafür noch interessiert. Bin durch. Nice. Ach so. Ja, da wird eh nur gesagt, dass die angegriffen werden von den Zünds und so. Kann ich das Video von Mr. Wissen2Go empfehlen? Der redet da nochmal, siehst du, hier geht's, ganz ausführlich drüber, was jetzt, Remotivated ist, aber hat da auch viele, Rated ist, glaube ich, das wird es. Genau, deaktivieren, genau, Abschaltung, gut, der hat ein sehr gutes Video gemacht, eben gerade, das könnt ihr euch auf YouTube angucken, und da sagt er, was jetzt wohl passieren wird, jetzt wo Trump zum Präsident gewählt worden ist. Und da sagt er halt auch, im Prinzip wird sich, denke ich mal, schon einiges verändern. Ja, das ist ganz klar, damit muss man rechnen. Aber er kann halt auch nicht alles verändern, weil natürlich ein Mann alleine nicht die Macht, die ganze Macht haben kann und nicht die ganze Macht haben wird. Über das, was in Good Old America passiert. Und deswegen wird da Trump auf jeden Fall eingeschränkt sein und nicht ganz frei agieren können. Aber jetzt auch genug darüber palabert. Wie gesagt, es ist auf Twitter, es ist auf Facebook, es ist überall. Und da ist ein kleiner Fusionskern. Deswegen brauche ich da jetzt auch nicht nochmal zu reden darüber. Wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne mal in den Chat oder für alle, die es später auf YouTube gucken, in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja dann schon etwas Neues. Sensor meldet feindliche Präsenz. Ja. Greife Menschen an. Sie müssen terminiert werden. Auf Befehl des Instituts müssen sie vernichtet werden. Entschuldigung, also, Entschuldigung. Sie müssen vernichtet werden, Mr. Sind. Bada boom, bada bang. Widow macht da keine halben Sachen, Freunde. Keine halben Sachen mit der guten alten Widow. Ist hier irgendwas drin? Ein Päckchen Zigaretten und eine Haarklammerbox. Das ist doch nett. Können wir hier rein? Ja. Können wir. Ich würde eigentlich gern zum WC gehen. Hier ist nämlich doch ein Klo. Hier. Aber mal kurz aufs Klo gehen, ne? Also mal kurz hier ganz geschillt, easy. Richtung Klo. Guten Morgen. Seien Sie gewarnt, ich kann nicht zulassen, dass diese Angriffe fortgesetzt werden. Okay, dann bin ich gewarnt. Dankeschön für diese Warnung. Ich bin ja mal gespannt, ob es hier irgendwo auch noch Kohle gibt. Weg. Glaube ich zwar nicht, aber egal. Weg. Naja, egal. Hier ist noch eine Tür mit einem verbesserten Schloss. Was da wohl hinter ist, Freunde? Was da wohl hinter ist. Oh, es ist ein Raum. Voller Goodies, hoffe ich. Duct Tape und Paintbrush. Zählt ein Paintbrush eigentlich auch als Werkzeug? Ich weiß es nicht. I don't fucking know, man. Bitte kommen Sie aus Ihrem Versteck. Er hat wenigstens bitte gesagt, ne? Wenn er bitte sagt, dann finde ich das schon mal ganz... Nee, warte, den Kopf will ich nicht. Ich will den Kollegen da hinten anvisieren. Dann fehlt mir auch schon die Munition für Widow. Warte, ich muss erstmal nachladen. Tschüss. Ja, ich hoffe, dass die Reparatur unmöglich ist. Nice. Sehr gut, dass du die Kampfhandlung überstanden hast.
Explosionszeit, Zündkomponente. Was ist das? Brandinstitutpistole. Achso, das ist eine gemoddete Version der Institutpistole. Ist da ein stehendes Mannequin? Exit. Sesam, öffne dich. Okay. Was ist den Leuten hier zugestoßen? Weiß man nicht. Also hat Tommy Whispers es nicht überlebt. Er starb, um unsere Geheimnisse zu beschützen. Mal sehen. Da, Tommy würde wollen, dass du seine Knarre bekommst. Was? Lass dich nicht von ihrer Größe täuschen. Was? Darf ich nochmal kurz hier gucken? Was? Was ist so besonders an der Pistole? Tüfteltom hat sie restauriert. Du lernst ihn später noch kennen. Modernste Altwelttechnologie. Mächtiger Rums, aber noch wichtiger, sehr leise. Sehr so gut. Eine Waffe findest du kein zweites Mal. Nice. Die nützt auch 10 Meter. Ah, das ist natürlich schwierig. Ja, ich mag meine 10mm Pistole sehr gerne. Ich kann natürlich nicht zwei Waffen in die gleiche Munition benutzen. Aber gut, ich nehme sie erstmal. Carringtons Prototyp. Wenn du ihn Desdemona gibst, darfst du bei unserer lustigen Truppe mitmachen. Huiui, da hab ich Bock drauf, danke. Oh Mann. Kennst du mich mal aufhören wegzuschieben hier? Ich hab eine fucking Power-Rüstung an. Okay. Was ist dieses? Ein Rad. Da ist noch ein Rad. Und da ist ein Stealthboy. Und da ist ein Prototyp. Ja. Und da ist ein Stealthboy. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen. Gegen die Chromschädel. So viel Schaden macht meine 10mm eigentlich. Die 10mm eigentlich. Die macht 34 Schaden. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Die scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Bitte was? Wertlos? Im Wasteland ist nichts wertlos. Ja, nachdem Trump Präsident geworden ist, muss man alles looten, was man kriegen kann. So, und tschu! Ablenkungsmanöver! Over 9000. Das ist hier Databanks. Oh, guck mal, da ist noch so ein Affe. Hallo, du sehr gruseliger Affe. Und hier gibt es bestimmt noch auch was Nettes zum Looten. Ja, zum Beispiel gibt es ein Terminal, das wir mal benutzen können. Worry, worry, worry about everything. And everyone and everything and everything and everyone. Und hier ist eine Klammer. Und da ist noch eine Klammer. Haben wir da noch mehr Klammern vielleicht? Guten Abend. Willkommen zu der Klammer die Dammer Show. Das war Quatsch. Zum Glück werden ein Fehler nicht abgezogen. Von den Versuchen. So, jetzt, bis jetzt wurden sehr viele Falschanträge entfernt, aber ich hätte auch gerne noch ein paar so alle Versuche zurück. Also. Okay. Gut, Tür wird geöffnet. Alles klar, Problemo. No problemo, mi amigo. Ja, einige nützliche, sehr nützliche Daten. Ich hätte gern ein paar nützliche Waffen. Oh, Radix, ein Matt und eine Kochplatte und eine Klammerbox und Zigarette. Ist das denn ernst? Nichts weiter. Ich bin enttäuscht, Freunde. Ich bin enttäuscht. Ah, hier geht's noch weiter. Eine Impro-Pistole. Ernsthaft? Und hier ist ein Chromkorkenfahrrad. Okay, Freunde. Okay. I'm not impressed. I'm not very impressed. Ah, fuck. Warum zum Teufel bin ich in diese Minen gelaufen? Ich hätte sie sehen können, wenn ich drauf geachtet hätte. Liegen da bestimmt noch mehr! Greife Menschen an. Bitte nicht! Das ist sehr unfreundlich, Mr. Sunty Boy. Oh Gott, dann war es eben manuell. Also, kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen, warum du diesen Ort gewalttätig findest, Curry. Also, ist doch voll der Frieden, Alter. Hier ist voll. We are in good old America. Ist ja auch in Amerika. Ja, von daher hat sich nicht viel verändert.
Ist ein Rädchen. Ein guter old Rädchen. Und Fusionskorn und ein Wunderglue. Und ein Fuse. Und was anderes. Sicherheitstor. Nee, das ist erstmal uninteressant. Aber gucken wir mal hier. Da sind ein paar Sinnzellen, Zündkomponenten. Die kann man bestimmt auseinanderbauen, würde ich sagen. So, was hast du? Wirf einfach den Aufzug an. Ja, ich würde mich ja schon gerne noch mal ein bisschen so 2 Sekunden lang umgucken. Bitte! Dankeschön! Dummstadonk ist eh Quatsch. Ja. Hallo, Mr. Aufzug. Ich würde gern einsteigen. Danke. Ist nicht genug Platz für uns drei? Tschüss! Ich fahr schon mal alleine. Ich habe eine Powerrüstung. Ich wollte gerade sagen, was soll das denn? Ja, bestimmt noch irgendwo meines rum. Oder? I don't trust this. Ich sollte mal speichern zwischendurch. Okay, keine Minen. Aluminium cans. Boston Bugle. Don't need that shit. Was haben wir hier noch? Nichts weiter. Ah, guck mal, hier liegt er auf dem Koffer drauf. Na toll. Na toll, das war jetzt nicht so impressive. Okay, Commonwealth, wir kommen zurück zu euch. Sehr lecker. Ach ja, Freunde. Nachher nehme ich übrigens noch ein sehr nices Spiel auf, was ich vor einigen Tagen, ich weiß nicht mehr genau wann, auf Steam gefunden habe. Ein good old Wikinger-Spiel, das so ein bisschen mich vom Look an Salt and Sanctuary erinnert. Ob es so sein wird, kann ich nicht sagen. Ich habe es zwar noch nicht gespielt. Wird man sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Doch garantiert noch Minen und so shit. Und wahrscheinlich auch. Sensor meldet feindliche Präsenz. Sie müssen jetzt sterben. Sie müssen jetzt sterben. Das tut mir aber leid. Ich glaube nicht, dass ich sterben muss. Ich glaube, du musst sterben. Catch this. So, ich muss mir mal, ich muss daran denken, dass ich von den Zins nicht alles mitnehme. Es sind ja keine Geschütztürme. Kriegsgeld. Aber von den Geschütztürmen kann ich alles looten. Halt mich! Hat mich Curie gerade geheilt? Weil ich gerade ein Stimpack gehört habe. Aber ich habe mich nicht geheilt. Also, denke ich mal, Curie hat das gemacht. Danke! Ist das so? Kann Valentine bzw. Der Typ mal aus dem Weg gehen? Das war irgendwie ganz fresh-alicious. Okay, dann sammeln wir hier noch alles ein. Oh, geile Scheiße, Leute. Geile Scheiße gibt's hier zu looten. Und dann machen wir uns mal auf den Weg nach Hause, ne? Tschüss! Hey! Wir haben, was wir wollten. Teilen wir uns auf und treffen uns in den Katakomben. Okay. Wir waren ein gutes Team. Das Beste. Wir sehen uns. Okay, ciao, tschüss, 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 tschüss. Oh mein Gott, so viele Minen. Ah! Ich will hier nicht wieder hin. Jetzt hab ich Angst. So. Warum? Ich würde mal sagen, Stream-Professionalität aufs nächste Level gehoben. Einfach mal im Stream weggehen, warum nicht? Kein Problem. Aber Leute, das ist das Problem, wenn man im ersten Stock wohnt. Andauernd klingeln Leute von nicht näher benannten Postfilialen, die Briefe bzw. Pakete für andere Leute bringen. Ich wollte nach Sanctuary. Und wenn man im ersten Stock wohnt, ist man natürlich die erste Anspruchstation für diese Leute und darf Pakete annehmen. Wer kennt diese Probleme? Ja, wer kennt das? Ne? Jede Etage hat so seine
seine Nachteile. Weißt du, wer im ersten Stock wohnt, der hat es zwar nicht weit nach unten, gerade wenn es keinen Fahrstuhl gibt, ist geil, aber der, bei dem klingeln halt auch alle Leute. Und der muss halt auch, kann die ganzen Pakete annehmen. Wenn der Mitte wohnt, hat es natürlich schön warm von allen Seiten, ne, ein bisschen, aber natürlich, wenn man Krach macht und in der Mitte wohnt, ist man natürlich, direkt, verschrien. Und wenn man ganz oben wohnt, muss man den ganzen Weg von ganz oben nach ganz unten laufen, was natürlich auch scheiße ist. Also, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Warum bin ich denn so ultra langsam? Bin ich überladen? Bin ich überlastet? Ja, ich bin überlastet. Ja, mit der Power Armor geht das alles, aber ohne ist natürlich scheiße. Aber Schrott wiegt doch alles nichts, oder? Nee, der wiegt alles nichts. So viel Kleidung und so eingesammelt, alter Schwede. Okay, ich werde den Schrott mal auseinanderkloppen. Beziehungsweise ich kann mal hier. Habe ich Hefte eigentlich? Mein Inventar. Hefte. Du bist special. Kann ich da nicht lagern? Und der Barbar kann ich aber da lagern. Einfach klingeln lassen oder du nimmst eine Transferlagersteuerung. Die Transfer- und Lagersteuerung gefällt mir ganz gut. Die Idee. Nee, nein, ich bin natürlich nett. Meine Nachbarn nehmen ja auch immer für mich die Pakete an, deswegen mache ich das natürlich gerne. Ich finde es auch zum Kotzen, wenn ich nicht da bin und es kommt was für mich. Und die Nachbarn nehmen das nicht an und ich muss zur nächsten Packstation rennen. Weil wenn ich mir etwas nach Hause bestelle und dann doch losrennen muss, um das zu holen, dann brauche ich es mir nicht bestellen, dann kann ich es mir im Laden kaufen. Deswegen, es verliert irgendwie den Sinn für mich einer Bestellung, wenn man dann trotzdem loslaufen muss. Deswegen finde ich es immer sehr schön, wenn meine Nachbarn das annehmen und ich dann natürlich dann nur, einfach rübergehen muss. Zu meinem Nachbarn und sagen muss, was geht, Freund? Ich hab gehört, du hast was Schönes für mich. Gib mal her. Ich will das haben. Danke. Ich habe sehr viele Sachen fallen lassen, weil ich die hier archivieren möchte. Zack. Einmal das Grognack-Kostüm. Einmal dieser geile Smoking. Zack. Den ich später noch anziehen werde wahrscheinlich. Die Stachelrüstung mit Helm, die will ich so rum hinpacken. Ja, das muss alles... Nein! Ich wollte nicht aufheben, verdammte Scheiße! So, dann nehme ich sie mal nochmal auf. So. Und dann ganz vorsichtig legen wir sie hier hin. Alter, diese Stachelrüstung ist fetter, als man denken könnte. So. Schick, oder? Ah, ich mag das. I like it. So, dann gucken wir uns mal unsere Powerrüstung an. Da fehlt der linke Arm und das rechte Bein. Linker Arm, rechtes Bein. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir hier vielleicht noch bekommen können. Linker Arm, rechtes Bein. Transfer. Linker Arm. Fuck, linkes Bein hat er nur. Was hat der? Hat er ein rechtes Bein? Nee, der hat gar keine Beine. Jetzt bin ich wieder zu langsam, jetzt kann ich wieder nicht laufen. Ich schleich mich so durchs Leben, Freunde. Ich bin schon sehr alt, wisst ihr? Sehr alt, oh, Curry, ich bin sehr alt. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Hab Respekt vor dem Alter. Respekt vor dem Alter. Oh, ich bin alt, deswegen habe ich Respekt verdient. Ist ja nicht so, als ob alt werden keine Leistung wäre. Weil alt wird man von alleine. Oh, nee, Alter. Oh, nee, was soll das? Kein Respekt vor dem Alter, die Kinder. Kein Respekt vor dem Alter. Kein Respekt vor dem Alter. Kein Respekt vor dem Alter. So, und hier mein Generator, der brodelt vor sich, der brummt fröhlich vor sich hin, das ist ja... Mensch, ich bin stolz auf den. Ich bin einfach stolz auf den. Der macht seine Arbeit, weißt du? Der Generator schläft nicht. So, was haben wir denn hier beim Arm? Ja, guck mal, ist doch schön, wir sind nicht mehr überlastet. Alles wunderbar, ja, echt freut mich, Schätzelein, das freut mich echt. So, ich kann jetzt aber mal hier diesen Schrott auseinander kloppen, was ich sowieso gerne mache. Zumindest das, was wir nicht mehr brauchen. Zack, 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 Cans. Das können wir noch brauchen. Das weg, los weg. Wonder Glue. Die Karten weg, Fuse weg. Hot Plates weg. Dieser scheiß gruselige Affe.
nukleares Material. Die Zigaretten natürlich nicht weg und den Screwdriver auch nicht. Synth-Komponente. Gewicht. Die bringen nur Plastik, das ist aber ein bisschen, da bin ich aber ein bisschen enttäuscht jetzt. Vacuum Tube, Vorkriegsgeld, auch nicht, Ranch auch nicht, Zigarette, okay, komm. Was soll das? Haben wir nicht mehr eingesammelt? Bin ich jetzt einfach enttäuscht, dass wir nicht mehr von dem Zeug eingesammelt haben. Nukleares Material, können wir bestimmt auch noch für irgendwas benutzen. Aber God knows for what. Plastik. Ey, diese ganzen Spielzeugautos und Spielzeugtruck und sowas, die bringen gute Sachen. Aber das Wichtigste ist natürlich der Kleber. Der Kleber ist nämlich ultra gut. Den braucht man für alle Sachen, für alle Waffen vor allen Dingen. Alles verschrottet? Ja. Alles verschrottet, sehr gut. Und dann gucken wir uns doch mal an, was wir hier schönes. Ja, der gute Erlöter, ne? Der gute. Warum habe ich 5 Institutpistolen? Why? I don't fucking know. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, komm. Was haben wir denn in Stichabzug? Ah, das können wir mit Waffenfreak 3, können wir das richtig geil machen, Freunde, richtig geil. Aber so weit würde ich das jetzt erstmal so lassen. Und würde erstmal hier. Mächtiger Verschluss. Ja, mehr geht nicht. Standardlauf, kurzer, leichter Lauf. Verbesserte Präzision auf der Hüfte, Rückstoßdämpfung. Ja, okay, das hat schon relativ geile Sachen. Reflexvisier, Schalldämpfer hat er auch. Dann braucht er nur noch den kurzen, leichten Lauf. Und dann ist das voll aufgepumpt. Die Widow. Ach, da konnten wir doch hier, das könnten wir machen, aber wir können doch die, Munition. Ach, können wir noch nicht, ne? Da brauchen wir auch Waffenfreak Rang 3. Jagdgewehr, was müssen die... Oh, da haben wir mal mega viel von. Mega viel, Munition. Kalibrierter, mächtiger Verschluss, überlegener Schaden, erhöhte Präzision, erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Bringt jetzt nicht so viel, weil ich schon den mächtigen Verschluss habe. Verlängerter, präferierter Rauf. Reichweite, genau. Ich will daraus ja so eine Art, Sniper machen. Ist natürlich im Moment noch nicht machbar. Powerfist kenne ich nicht. Stufe 4. Stufe 5 brauche ich noch, bessere Sachen. Strahlsteuer. Teilstrahlen Geschosse auf eine größere Bereich auf der. Gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Du brauchst überlegene Rückstöße auf verringerte Reichweite. Erhöhte Reichweite, Funktion und Rückstoßdämpfer. Kann man beim Raketenwerfer noch was machen? Nee. Ich habe schon wieder nicht genug Materialien. Was fehlt mir denn alles? Kleber. Mir fehlt mal wieder Kleber, Alter. Ich muss einfach Kleber kaufen. Das ist das Ziel, Leute, wir brauchen Kleber. So, und jetzt müssen wir aber erstmal, auf die Karte. Und hier zum, wo ist es denn? Zum Diner. Genau, weil da gibt's, ganz tolle Sachen, die man kaufen kann. Und ich habe mir gestern Abend einen richtig geilen Shake gemacht, beziehungsweise, gestern früh schon und den auf Arbeit getrunken. Das ist ein Bananen-Mandel-Honig-Shake. Keine Ahnung, einfach eigentlich ein Bananenshake, ein Eiweißshake, so gesagt. Der macht super satt und ist Wolfgang verrottet in relativ der lecker. Und ich kann ja, ja, ich will handeln, ich will dir nicht zuhören. Anzusehen. Und den werde ich einzelnen Kronkorken wert. Mir gleich mal gönnen. Als Frühstück. Mmh, lecker Frühstück. So, ich habe bestimmt auch was für dich. Und zwar habe ich hier die Institutpistolen. Ich könnte Grognas Axt, hätte ich natürlich zu Hause lassen können. Die ist natürlich auch schwer. Aber gut, das machen wir dann das nächste Mal. Kleidung habe ich bestimmt auch was für dich. Genau, hier alles, was ich nicht anhabe gerade. Außer der E-Ring, der ist natürlich, der bleibt natürlich. Das kannst du gerne haben. Fleisch und Bohnen werde ich nie benutzen.
Bärenmentats. Diverses. Habe ich auch nicht Schrott. Hier, guck mal, hier habe ich für ein Pen-Panapel-Neppel-Pen habe ich für dich. Und Vorkriegsgeld natürlich auch. So, was hast du denn für mich, wäre die Frage. General Chaos Rache hat sie natürlich. Verursacht 40% mehr Schaden gegen Roboter. Das ist natürlich gegen Synths. Schon eine geile Angelegenheit, muss man sagen. Wenn ich die jetzt kaufen würde, wäre der natürlich super teuer. Und das will ich natürlich nicht. Deswegen kaufe ich mir jetzt was anderes. Und zwar einfach nochmal Munition. Beziehungsweise hat die Schrott, hat die Kleber. Bag of Cement, Bag of Fertilizer, genau. Da braucht doch jemand Dünger, aber ich brauche Kleber. Duct Tape, Economy Wonder Glue. Hast du noch mehr Ladung Gummi, dann Grau, so mal komm, Stahl. Warum hast du keinen fucking Kleber? Außerdem das hier, weiß ich gar nicht, ob das direkt an meinen an Sanctuary geschickt wird. Mann, Alter. So. Okay. Das ist etwas aus der Zeit vor dem Krieg. Ja. Oder? Ja. Sehr aus dem Zeit vor dem Krieg. Hier ist übrigens da hinten noch ein Haus. Was ist dies für ein Haus? Ich weiß es nicht, aber ich werde es mir ansehen. Und dann werde ich mal nach Diamond City gehen. Und dort. Was ist denn das hier? Ein Lager. Und mir dort ein Haus kaufen. Würde ich sagen. Da hinten ist ein Haus. Da hinten ist ein Haus. Was ist in diesem Haus? Nobody knows. Was ist das für ein Haus? Hier war ich noch nie. Entschuldigung. Ihr könnt liegen bleiben vor mir. Ihr könnt. Von mir aus sehr gerne liegen bleiben. Ich bin da nicht so. Leute, ich bin da nicht so. Ich sehe das ganz entspannt, Leute. Ich sehe das ganz entspannt. Die freundlich gesonnen sind die uns auf jeden Fall nicht. Kann man, glaube ich, so sagen. Bam. Bam. This is how we roll. Wasteland. Ja. Versuch mal mit einem guten zivilisierte Diskussion zu führen. Da wünsche ich dir viel Glück bei. Oh, Jet. Oh, Werkzeuglager. Das klingt interessant. Was haben wir noch? Eine Kochplatte. Und eine Laborstation, an der wir natürlich Drogen machen können. Nur eine. Und hier ein paar Psycho-Jets. Beziehungsweise eins. Und mehr können wir auch gar nicht machen. Das war's nämlich schon. So, und dann können wir mal hier runter gucken, was da ist. Und jetzt. Ah, geil, Alter. Leute. Moment. Ist auch ein bisschen zu kalt. Also, klar. Man sollte den am besten kalt genießen, den Shake. Das Problem ist im Moment. Nein, noch nicht. Noch nicht Curry, noch nicht. Aber wir werden. Wir sind auf der Suche immer noch. Sollte man natürlich kalt genießen. Aber ich habe im Moment das Problem, dass meine Zähne sehr empfindlich sind. Was kalte Speisen und so angeht. Deswegen ist das ein bisschen ungemütlich für mich. Er schmeckt aber auch ein bisschen nicht so kalt. Schmeckt er auch total gut. Muss ich sagen. Kann man sich alles mal geben. Was zum Teufel ist das? Und hier ist offensichtlich Radioaktivität am Start. Was ist das für ein fucking Keller? Wayne Kowalski! Ich löse dich mal von deinem Ghoul-Leiden. Der ging right in die Schritt.
Alter, hier ist ja Radioaktivitätslevel over 9000, ey. Da würde ich doch gerne mal eigentlich einen Radex nehmen. Damit es mir hier ein bisschen besser geht drin. Hier ist immer noch so viel Kronkorkenmine. Nett. Diamond City ist jetzt dauerhaft auf deiner Karte. Naja, okay, danke dafür. Das ist ein Mensch. Ich habe natürlich Diamond City schon gefunden, aber danke dafür, dass sie markiert ist. Bird, ist das nicht? Wasser? Bits. Bits, okay. Ich glaube, manchmal sind diese Wörter keine Wörter. Und es ist schönes Radio im Hintergrund. Und natürlich war die Musik Copyright geschützt, die ich mal in einem Part habe laufen lassen in dem Radio. Aber das war mir in dem Part egal. Gray. Da gibt es ja jetzt nicht viele. Seam könnte es sein. Cool. Ja. Absichtserklärung. Dies wird mein erster und einziger Eintrag sein. Ich bin ein freidenkender Bürger der einst großen Vereinigten Staaten. Naja, Trump ist Präsident, also vielleicht jetzt nicht mehr so viel. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie die Regierung die Köpfe ihrer Bürger mit Werkzeugen wie elektrischem Turm infiziert, die sie in meinem Vorgarten errichtet hat. Ich schwöre, dass ich dieses Werkzeug zur Gedankenkontrolle vernichten werde und habe bereits mit dem Bau einer Bombe begonnen. Wenn ihr das hier liest, werde ich entweder getötet oder in einer Verhörenzentrum der Regierung verschleppt. Die Nachrichten werden garantiert die Wahrheit verzerren und mich als kommunistischen Verräter brandmarken. Lasst alle wahren Patrioten wissen. Wahrer Patriot, das ist natürlich ein Wort, was in Deutschland momentan auch sehr gefragt ist. Dass alle meine Handlungen aus freiem Willen und für das Wohl meines Landes passiert sind. Was, eine Atombombe? Wo? Ah, okay. Zinkkanister. Mini-Atombomben-Hemp. Mini-Atombomben-Sprengkapsel. Mini-Atombomben-Helium. Was zum Teufel? Warum? Warum? Chipmutin. Mini-Atombomben-Stabilisator. Kann ich das zusammenbauen oder? Was kann ich damit machen? Was ist los? Okay, auf jeden Fall hat der Typ mächtig Probleme gehabt. Habe ich das Gefühl. Mit der Regierung. Und ist jetzt tot. Naja, was soll's? Selber schuld, würde ich sagen. Selber fucking schuld. So, was machen wir jetzt? Ich bin am Überlegen. Am Überlegen. Warum? Kann ich nicht nachvollziehen. Wir gehen jetzt zurück zur Railroad. Würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück zur Railroad, zur Old North Church. Moin! Backflip! Du Backflip! Du Rap Barrel Roll! Guten Morgen! Wie geht's? Wie ist das Leben? Willkommen bei Fallout 4. Und dieser wunderschönen Ladezeit. Es ist ein Traum. Jetzt in der USA, ja. Fallout 4 beschreibt die USA quasi in 10 Jahren. Beziehungsweise vielleicht auch erst in einem. Das ist, ja. Ich bin Amerikaner. Oh no! Hast du denn wenigstens auch gewählt? So, dann gehen wir mal in die Old North Church und schauen uns mal an, was jetzt genau der Plan ist. Und ob wir jetzt der coolen Clique der Railroad beitreten können. Ja. Ich hoffe, jemand hat sich schon den Namen Vault-Tec gesichert. Und patentieren lassen und fängt jetzt schon an Vaults zu bauen, weil die werden wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit brauchen. Oh, da fällt mir ja gerade ein, wisst ihr, was richtig geil wäre? Ein Fallout-Teil, mal in Europa oder so. Nicht mal diesem raus aus Amerika und rein in andere Länder. Da wäre mal ein Fallout-Teil richtig geil. Tut mir leid, wenn mein Deutsch schlecht ist. Haha. Macht nichts, Backflip. Ich kann auch gerne ab und zu auf Englisch umschalten. I can speak a little bit of English for you, if you like to. And maybe we can
can talk in English. Und der neue